Welche Lücke? Aber ist egal, ich nehme ja auch meine eigene Tonspur separat auf, von daher. Ist ein bisschen anders wie bei ihr. Er macht viel cooler. Was nimmt ihr eigentlich auf? Mit Fraps oder mit diesem anderen komischen Programm da? Fraps, nicht mit diesem Dextroy oder wie das heißt. Ich kenne den Namen schon wieder vergessen. Also als Aufnahmeprogramm kenne ich Hypercam, das ist aber halt kostenlos und deswegen so lala. Ja. Aber für den Anfang würde ich mal so sagen, wenn jemand Elan hat, anfangen möchte, aber noch keinen Bock hat, Geld auszugeben, ist Hypercam ganz okay. Aber naja. Wenn jemand anfangen möchte, Elan hat, kann er sich die Xtroy kaufen. Das ist ein bisschen besser als Hypercam, kostet nur 39 Euro. Nur 39 Euro, Fraps kostet. Ja, was ist ein 39 Fraps Euro? Fraps kostet 35, glaube ich. Ja, weil, ich habe zwar auch Fraps drauf, aber meistens sagen ja dieses eine andere Programm, was jetzt, da ist jetzt so ein anderes Programm noch, womit auch, ich glaube. Playclaw oder so, ne? Wie heißt sie? Weiß ich nicht. Honeyball, also ich nehme damit auch. Ja, auf. Das ist Dextroy, das kostet 39 Euro. Apropos, wenn du richtig gute Quali haben willst, machst du wie ich. Nimmst dein Handycam und stellst dich ganz hinten ins Zimmer und filmst mit dem Monitor. Mit Zoom. Nee. Genau. Ey, ganz im Ernst, ich bin enttäuscht, dass du noch nicht von der neuen Taschenrechnertechnik herausgefunden hast. Also, bis jetzt wirklich, muss ich sagen, hat sich echt rentiert für mich. Einfach mit einem Taschenrechner daneben setzen, das packt alles. Was tippst du da für einen Code ein? 137 oder? Nee, Pi mal Pi geteilt durch Pi. Pi? Quasi. Kommt am Ende. Warum rennst du nicht einfach mal meine Nate, du dreckiges Stück? Fresh G wie Gurke. Dann schießt jemand und ich rette mich. Ich muss neu connecten, weil mein Speed abgespackt ist. Yeah. Die hat eine kleine Gurke. Weißt du? Ist da unten einer drin? Nein, da kommt einer von rechts. Wenn ich mal aufhören, mich die ganze Zeit zu flankieren, ist voll unnett. Unnett. Das ist ja immer noch, ist es hier Hardcore eigentlich? Ja, wa? Vorhin sagen wir mal, ich bin vorhin habe ich ja Team gemacht, dann muss es ja irgendwie Hartschmor sein. Ey, ich wurde jetzt gekillt wegen dir, von so einem Jämmerlichen da. Hey lol, der da am Tor verreckt sich. Ein Jämmerlicher, der heißt Viper Plays. Ich hab gerade einen Nate-Launcher gehört. Na, das war eine Smoke. Wenn du das da bist, der. Viper Play ist aber auch so ein Synonym für, dass du an deiner Schlange spielst. Beziehungsweise Blindschleiche. Gecko? Bitte? Hm? Oh, hast schon richtig verstanden. Raphael, hast du schon richtig verstanden. So, ich bin falsch. So. Ich durchbreche mal kurz das Schweigen. Und sage. Möp. Wow. Ja, das ist eine sehr gute Aussage gewesen. Jappi. Der das jetzt alles hier sehr bereichert, also. Ah, genau, ich kann ja mal wieder eine kleine Geschichte erzählen. Erzähl mal. So, ich hoffe, dass ich deswegen nicht verkacke, doch. Ich saß gestern Abend in der S-Bahn, ist ja so nichts Besonderes, ne? Aber ich fahre. Ist auch noch nichts, also nicht ich selbst, sondern. Also, du hast der Fahrer, nein, oder? Ich bin mitgefahren, also. Ich hab mich reingesetzt und bin mitgefahren. Ist auch noch nicht so Mitfahrer, besonders, ja. Oder? Also. Naja, es geht. Also doch, ich fände es schon stark. Ich bin nur in die S-Bahn gefahren. Also, ich hab auch nichts bezahlt, von daher. So. Und, nein, ich bin nicht schwarz gefahren, sondern ich hab ein Abo, von daher. Ja, das sagen sie alle. Ja, ist bis jetzt das schlechteste Abo, was ich habe auf YouTube. Ganz Spaß. Was? So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool Story, Bro. Die fährt los, ne? Und eine Station, nachdem ich mich reingesetzt habe, sagt der, der Bahnfahrer. Heißt es so? Bahnfahrer? Lokführer? Keine Ahnung. Das ist der Lokführer. Der sagt so, Captain. Der sagt, ab hier fährt diese Bahn nur noch weiter bis zur Friedrichstraße. Das heißt, die fährt anders als sonst, ne? Friedrichstraße ist so in der Nähe von Berlin-Mitte. Ist eigentlich Berlin... Am Rotlichtviertel von Berlin. Ja, genau. Genau da wollte ich ja hin. Und, Blankstar, verpiss dich mal bitte, danke. Und dann war es so, dass er es halt durchgesagt hat. Ist ja auch noch nichts Besonderes, ne? Und auf einmal fängt er an rumzubrüllen. Hallo! Habt ihr das alle nicht verstanden, oder was? Ich fahr nur bis Friedrichstraße. Und wir alle so, hä? Was ist denn jetzt los? Was haben wir denn gemacht? Weil ich war mit mehreren Leuten in der Bahn, das ist meistens so. Und okay. Das wollte ich jetzt mal so erzählen, wie freundlich die hier so sind.
Also ich wäre direkt vorne hingegangen zum Führerhaus, hätte ihn da direkt vor die Tür geschissen. Kann ja nicht meine eigene Mutter verprügeln. Natürlich. Da gibst du wieder RTL nur Stoff. Von wegen Battlefield und aggressiv. Stinken und ekelhaft. Oh, Freunde. Oh, doch nicht hier so. Danke. Reflex. Da setzt du seinen Wirbelreflex ein. Alter. Falter. Also, so alt sind wir jetzt auch nicht, ne? Genau, und einmal Alter reicht. Echt mal. Echt unverschämt. Die Jugend von hinlegen bringt nichts. Kannst du nicht mehr. Ey, die ganze Zeit sitzt du da oben in diesem scheiß Kapuch. Ja, natürlich. Da mal raus, ey. Ja, natürlich. Die ganze Zeit dieser Dreck. Oh! So ein Low. Oh. Nein! Danke, klar, mir einfach meinen Kill. Oh, Granate! Doppelgranate, Dreifachgranate, tot. Ja, ja. Ihr seid alle nur neidisch. Ja, was war das denn? Ich spawn und tot. Mit dem Taglight genau in die Fresse. Ey, der war jetzt aber echt unfair. Das war ja schon ein bisschen mehr als warten gerade eben, wie ich mal so den Zentren mehr. Oh, jetzt war ich wieder gestorben. Ich glaube, es hackt hier, oder was? Ich hol mir gleich eine Currywurst. Oben. Ey, wieso fliegt denn die Granate dahin? Das war jetzt wohl ein schlechter Scherz. Kuckuck, Überraschung. Ja, wie groß explodiert die Granate, Alter? Sprengt das ganze Haus in die Luft. Och nee, ich wollte den Messer an den Lümmelkopf. Gammelt er da in der Tür, Alter. Ich war angeschaut, ich hab grad Viper gekillt. Hab ich hingelegt, dachte ich, jetzt messer ich dich, aber nein. Hat der Hoden Kobold einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ich versuch hier alles hier Flashbang zu werfen, ne? Da kommt der Captain Philip. Der Bruder von Captain Iglo. Hey, wo ist denn der hin? Der ist hier durchs Fenster gekrabbelt und auf einmal war der weg. WTF. Hilfe bei Kill. Ja, das ist, wie nennt sich der Film? Secret Window oder sowas? Mit Johnny, den Depp? Mann, halt doch mal aufs Maul. Ey, aber Witze über den Nachnamen von Johnny Depp zu machen, ist, glaube ich, echt unlustig, los, oder? Er ist ja kein Deutscher. Wenn ein deutscher Depp heißt, dann ist das schon was Lustiges. Mann, willst du mich jetzt... Da ging ich einfach mal das mich, Muschi-Aktion, ey. Willst du mich irgendwie mobben? Ich hab voll auf deinen Kopf geschossen. Ja, ja. Ich spiel da aber schon noch hier, oder? Weil nee. Ich irgendwie... Ja, komm doch aus deinem Loch da raus. Sagt der Richtige, weißt du? Jetzt hockt's aber auch alle nur in dem Haus rein, oder? Ja. Mein Medipack macht gerade Bockel. Das ist der Treffung. Ha, da hab ich mich auch mal okay, wieder. Warte. Der Fresh T hockt unterm Haus. Hinter irgendwelchen Gerümpel versteckt. Nö, jetzt nicht mehr. Ja, doch, geht mal. Bist, geht mal alle dahin. Ich warte da auf euch. Och nö, was soll denn das hier? Jetzt kann ich doch hier nicht als sterben. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Ich muss meine Ehre verteidigen. Welche Ehre? Die Ehre der... Ehrende. Mann, ey, Green Impact, der ist aber schon ein bisschen komisch, ne? Der ist ein bisschen grün in deinem Mann. Ja, der ist ein bisschen Impact-mäßig drauf. Ah, stirb von meiner Nate. Ach du Hodenkobold, ey. Ich hab gleich ein negatives Set, obwohl ich so gut vorgelegt hab. Einfach. Da hab ich dich doch gefunden. Da. Ich hab die ganze Zeit so macht man das, vorbeirushen und in Headballern. Auch wenn man dann keinen Headshot macht. Da hat er mich nur mit der Scheißgranate. Hab ich aus Reflex geschmissen. Ich hatte mal eine in der Schule, wenn die gerade das guckt, was ich gar nicht glaube, weil die ist dafür viel zu elitär, dann... Schicke doch einfach den Link. die hat es mal geschafft bei den Bundesjugendspielen... Ha! Bam! Green Impact wieder. Die hat es mal geschafft bei den Bundesjugendspielen Übungen, ja. Nach hinten zu schmeißen. Also ins Minus. Ja, das machen viele immer. Aber du könntest das hast du auch schon mal gehabt?
Ich nicht. Du könntest ihr in der großen Pause einfach mal nicht deinen Penis zeigen, sondern einfach den Link geben, dann kann sie es so angucken. Das war auf der Oberschule, die ist nicht auf meiner Schule, die ist bestimmt schon viel weiter als ich, die ist bestimmt schon irgendwie... Geistig auf jeden Fall, das ist ja bei dir nicht schwer, aber... Halt auf mich zu schießen! Nein, die ist wirklich richtig gut gewesen, die ist bestimmt... Hallo! Darf ich auch irgendwie mal spawnen oder so? Die ist... Darf ich auch, die ist echt, darf ich auch mal die sterben? Ist echt klug gewesen, um das mal an dieser Stelle zu sagen. Rufst du mal an, als ob sie dich heiraten will. Sie hieß Reinhold. Reinhold Messer. So, jetzt aber. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit zu sterben, wenn ich euch retzen will? Ey, ich weiß jetzt schon, dass ich gleich negative Stats habe. Und wenn das passiert, dann werde ich aggro. Aber nicht aggro, Berlin. Bleibst du bitte ganz ruhig. Oh, da ist die Runde auch schon wieder zu Ende. Das hat mich jetzt aber überrascht. Kill gemacht. Kotz gleich ein. Ich muss trinken. Boah, ich hab eine Nachricht. Boah, wir haben gewonnen. Ey, warum sagt ihr mir nicht, dass mein Handy klingelt, Mann? Drei neue Nachrichten. Hab ich dir doch gesagt, guck dir doch das Video an. Halt die Fresse, Blankstar, ey. Ihr denkt doch jetzt, ich schreibe dir extra nicht zurück. Blankstar, nein. Das machst du doch auch. Das ist doch immer deine Taktik. Du denkst doch immer so, reißt man die Weiber auf. Einfach nicht zurückschreiben. Ich guck jetzt aufs Handy, eine SMS, drei neue WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp oder WhatsApp? Halt die Fresse. Ich hab neutrale Stats. Der Server, Ex. Ja. Na gut, ich muss jetzt erstmal fick mit dem Hund gehen, ey. Was musst du? Ja. Ich bin gleich wieder da, Schnecken. Okay, schau, Süßer, bis gleich. Bis gleich. Oh mein Gott, ich beende jetzt die Aufnahme. Tschüss!